So, meine Damen, willkommen wieder hier zurück zu einer Folge von 24 hier auf meinem wunderschönen Kanal. Eine Sache habe ich gemacht, ich war ein bisschen AFK, habe ich hier gemacht. Man sieht es am Geld, ich habe nur noch 29, also nur noch in Anführungszeichen 29 Millionen. Ich habe hier gefühlt unendlich viel Geld ausgegeben. Ich habe paar Bahnen umgebaut. Ich habe jeden Bahnhof, soweit ich jetzt weiß, ungefähr auf die 23 Meter maximal ausgebaut. Und ich habe auch sehr, sehr viele Fahrzeuge, die jetzt eigentlich nur verkauft werden, weil extrem viele neue Fahrzeuge irgendwie auf die Strecken kommen. Ich habe sämtliche Fahrzeuge irgendwie mal umgebaut. Ich habe nur noch neue Fahrzeuge unterwegs. Ich habe jetzt die Busverbindung, die hier unterwegs ist, sämtliche neuen Fahrzeuge gemacht. Es hat sich sehr viel geändert hier in letzter Zeit. Der TGV fährt ja auch hier schön rum. Wie gesagt, vieles hat sich geändert. Vieles habe ich gemacht. Und ach so, ja klar, ich habe jetzt zwei TGVs hier rumfahren. Das habe ich ganz vergessen. Und warum mache ich jetzt diesen Part? Ich möchte in diesem Part jetzt etwas machen, was ich sonst bisher noch nicht gemacht habe. Eine Sache, die ich bisher komplett vergessen habe. Und zwar ist es einfach mal Baumaterial herzustellen. Baumaterial ist das Einzige, was ich bisher noch nicht herstelle. Neu-Ulm, wie gesagt, ist ja unsere Hauptstadt hier. Hauptstadt in Anführungszeichen. Und diese ist die einzige, oder hier fehlt das einzige ist nur noch Baumaterial. Die Waren werden ja hier unten hergestellt. Da fehlt uns ja immer nur noch immer wieder. Oh, Stahl fehlt uns hier. Okay. Aber Stahl müsste ja auch immer wieder ankommen. Denn wir haben jetzt nur eine Stahlmaschinen, Neu-Ulm-Strecke. Auf dieser eben 20 Fahrzeuge rumfahren. Die jeweils mal so hin und her ein bisschen machen. Gucken wir mal kurz, wie viel hier eigentlich unterwegs sind. Also das war ja hier Stahlmaschinen. Alle 58 Sekunden kommen sie ungefähr an. Ist eigentlich ganz okay. Nur hier runter bringen sie irgendwie zu wenig. Wir haben hier außerdem noch eine zweite Strecke. Das ist die Waren Neu-Ulm Holzstrecke. Das bedeutet, die fahren von hier, die waren weg in die Stadt und von der Stadt aus zur LKW-Station. Und ja. Wie gesagt, uns fehlt nur noch Baumaterial. Da möchte ich aber noch eine eigene Strecke machen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich vielleicht mit LKWs hier runtergehe. Aber ich möchte sehr gerne einfach eine komplett neue Strecke eröffnen, nur für die. Und wir sehen, wir machen trotzdem einen Haufen Minus im Moment. Wird aber sich bestimmt einiges bald ändern, weil die ganzen Waren bald wieder Geld einbringen. So. Oh, wir haben die 40 Tonner. Warum habe ich jetzt alles überhaupt geändert? 40 Tonner, die sind richtig, richtig geil. Die Merlin ist ein großes Transport. Wir gucken mal kurz. Also die 40 Tonner, die machen wir als erstes. Legen wir die auf diese Strecke hier. Gucken wir mal kurz. Straßenfahrzeuge. Und zwar Güter. Dann haben wir den MAN 16 mit 80 km und 100 km mit 20. Natürlich schon was anderes, aber wir müssen natürlich dann auch die Straße mal hier ausbauen, dass die natürlich dann auch 100 fahren können. Und wir haben noch die Merlin. Die Merlin ist natürlich ein Schiffchen. Außerdem, ich habe einen Schiff im Haufen geändert. Wir sehen hier ein ganz kleines Schiff. Das ist jetzt unser Transportschiff für die Personen auf der Strecke. So, Schiffe kaufen. Merlin. Wieder Wetter. Axpla Merlin. Merlin ist die hier. Und ich hatte jetzt vor kurzem erst umgeändert auf die hier. Hier ist natürlich einiges mehr unterwegs. Ach nee, die habe ich geändert gehabt. So. Die hatte ich. Ich weiß gar nicht, ob ich die geändert habe. Die Merlin brauchen wir aber, glaube ich, im Moment nicht. So. Was ist mit der Straßenbahn? Hier haben wir auch noch eine alte unterwegs. Warum habe ich denn die noch? Okay, gut. Ist im Moment kurz egal. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal kurz die Straßen umbauen. Und zwar Landstraße 100 km/h.
Vier Spur, ich glaube, die reicht vollkommen aus. Bau nicht möglich. Warum ist der Bau hier nicht möglich? Oh. Bauen wir mal ein bisschen hier aus. Müssen wir hier ein bisschen was löschen. Aber es geht. Das kriegen wir auch noch hin. Also ich lade gerade nichts hoch. Mein PC ist eigentlich relativ leer. Passt doch alles wunderschön. Ich merke auch langsam, mein Kanal wird so ein kleiner, ich meine, es wird Fever-Kanal. Also ich hatte persönlich nichts dagegen. Das ist natürlich scheiße. Aber ich glaube, das geht auch. Das ist schon okay. So, und dann gehen wir auf die große. Ach, das geht auf immer. Okay, gut. Dann ist es ja wunderbar. Dann kann man das nämlich hier schnell mal ausbauen. Bis hierhin, dann geht es in die Stadt rein, dann sollen sie langsamer fahren. Und dann geht das hier außerhalb der Stadt natürlich noch weiter. Und auf dieser Strecke werden jetzt alle Fahrzeuge umgetauscht. Das wird so verdammt teuer. Linie 17, also hier habe ich sehr, sehr viele Fahrzeuge. Ich weiß aber auch gerade nicht, wie viel ich habe. Und ich sehe, wir haben sogar noch alte Fahrzeuge hier. Warum haben wir noch alte Fahrzeuge hier? Am besten wir verkaufen alle. Wir verkaufen jetzt alle Fahrzeuge der Linie 17. Die habe ich auch noch nicht benannt. Ich habe eigentlich so gut wie alle Strecken benannt. Linie 17 wird alle ins Depot schicken und verkaufen. Hatte ich so letztes Mal vergessen. Naja, okay, gut. So, dann holen wir uns natürlich hier mit V8 Turbo Dieselmotor. Okay. Holen wir uns noch ein paar Fahrzeuge ran. So, Linie 17. Jetzt habe ich natürlich nicht nachgezählt. Ich habe immer so ein bisschen realistischer. Also 21, 22, so 40 Fahrzeuge auf die Linie 17. Das ist, wow, das ist genug, würde ich sagen. Für die Strecke. Es wird vielleicht einiges ein bisschen lecken. Ist mir aber relativ egal. Jetzt kommen die ganzen 40 Tonnen rein. Ah, jetzt können wir auch einen Haufen Geld bei die ganzen Fahrzeuge verkaufen. Ach, sogar hier unten habe ich auch noch. Fragt sich, warum ich hier zwei habe, ist aber mir auch relativ egal. Also 40 Tonnen habe ich. Schöne Zahl, ist mir aber vorher nicht aufgefallen. Und dann werden wir jetzt mal uns an die Bahnlinie hier dran setzen. Wie gesagt, die Bahnlinie ist... Es wird jetzt... Hinter gefahren, von hinten wird dann die Schlacke abgeholt, die Schlacke hier rüber und dann ich sage jetzt mal, ach hier die Bau, ja genau, die Baustoffe, ihr wisst schon, werden dann hier rüber geschickt. Einigermaßen läuft das Spiel noch, wenn ich baue natürlich nicht mehr so. Aber es ist kein Problem so. Auf die Strecke wird nur eine Bahn erstmal geschickt. Wir können ja bis zu 320 Meter lang, gern. So, nach gefühlt 3 Stunden, die ich hier dran gebaut habe, habe ich das endlich mal geschafft. Ich habe musste den Bahnhof umbauen, weil der noch nicht auf seinen 320 Meter waren. Und das hat ein bisschen gedauert. Ihr seht, hier war der alte Bahnhof, die alte Strecke und jetzt hat er hier seine Kurve drinne. Und jetzt müssen wir uns aber hier zurückkriechen und kaufen uns einen Zug, der die Güter fahren kann. Da muss ich natürlich gucken. Ich glaube, für Schlacke braucht man nämlich den offenen Güterwagen und für Dings brauchen wir was anderes. So, wir nehmen die
die BR108, weil ich die einfach mag. Man hätte natürlich auch die nehmen können, aber ich glaube, man die ist mir viel schöner. Die hat mich damals in der Modelleisenbahn AG hatten wir die gehabt. Und jetzt gucken wir mal kurz. Auf einer Güterwagen, der nimmt die Schlacke mit. Also der soll nur die Schlacke mitnehmen. Ein paar. Oh, wir haben kein Geld. Dann leihen wir uns mal ein bisschen. Also ich glaube, damit haben wir kein Problem, das ganz schnell zurückzuzahlen. Müssen wir mal gucken. 150 Meter möchte ich ungefähr haben, so das reicht. Und wir brauchen das Baumaterial. Wo sollen das denn hin? Hier, Baumaterial. Ah, okay, gut. Baumaterial. Bis 320 Meter können wir ja bauen. Und das bauen wir natürlich aus, so, das geht doch wunderbar. Und dann brauchen wir eine neue Strecke, das ist die Linie 1 sogar. Also ich habe jetzt sämtliche Strecken benannt, das ist sehr, sehr nice. Der soll von hier aus, soll er hier rüberfahren. Andersrum geht es nicht, weil er sonst sagt, ich finde keinen Weg. Und das ist Baumat. So, kurz mal mir 20, nochmal bis zu 20 Millionen geliehen, weil jetzt kommt das natürlich, dass wir hier alles ein bisschen umbauen müssen. Und wir sehen, hier können wir anscheinend nicht umbauen, aus welchem Grund auch immer, auf die 100 km/h Strecke. Das kotzt mich natürlich sehr an. Das werden wir dann gleich machen. Da werden wir auch nochmal ein bisschen umbauen.